Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einem, ja, mehr oder weniger Infovideo. Und zwar geht es um Diablo 3 Reaper of Souls. Ein Trick, der mir gesagt wurde, mit dem man immer innerhalb von wenigen Stunden von Level 58 auf 70 kommen soll. Und zwar muss man hier die Einstellung gehen, Kampagnenmodus auswählen, den Schwierigkeitsmodus auf normal ändern zunächst. Habe ich hier alles schon mal voreingestellt. Und hier ganz wichtig, Akt 1, gefallener Engel, gefallene Stern meine ich, sorry. Und hier Ruhmfort am Tor auswählen. Okay, dann starten wir das Spiel. Hol ich mir nur kurz meine Begleiterin. Ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, dass ich das mit dem Mönch hier mache, weil der seit der Zweihandwaffe nicht mehr so viel Schaden macht. Blablabla. Wichtig ist halt diese Quest hier. Tötet die scheußlichen Mütter. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Und das läuft dann im Endeffekt so ab, dass wir erstmal zwei der scheußlichen Mütter töten. Also suchen und search und destroy quasi. Leichter Overkill gerade mit den sieben Fäusten noch danach. Aber egal. Komm. Na, mach ihn. Übrigens, falls ihr noch keinen Mönch gespielt habt und eine tolle Zweihandwaffe findet, vergesst es einfach. Nutzt nicht die Zweihandwaffe. Zwei Einhändern ist das so viel geiler. Aber ich habe die leider schon verkauft. Beziehungsweise entzaubert. Zweite Mutter hier. Die greift schon wieder irgendwas an, die Begleiterin hier. Ich die bloß nicht mitgenommen wieder. Mama, wo bist du? Ah, da kotzt doch schon jemand. So, dann beendet man das Spiel, beziehungsweise verlässt das Spiel erstmal. Geht dann hier auf Einstellung, stellt hier auf Qual 6 ein, um eben die 1600% mehr Gold und Erfahrung zu bekommen. Also wichtig ist natürlich Erfahrung, geht hier um schnelles Leveln. Speichern und schließen und Spiel fortführen, wobei das jetzt eigentlich doppelt gemoppelt war. Ich hätte auch hier bei Einstellungen einfach auf Spiel fortführen gehen können. So. Und jetzt haben wir den Questfortschritt hier 2 von 3 auf leicht gemacht, deswegen ging das relativ schnell. Und hier ist jetzt die Mutter, die wir brauchen. Die müssen wir jetzt hier in die Stadt reinkiten. Und sobald die diese Linie hier überschreitet, wird sie automatisch von gekillt, weil halt die Monster hier nicht in der Stadt rumlaufen können. Und das gilt als Questfortschritt.
noch nicht so leicht, die hier auch wirklich reinzukriegen, weil die nicht so gerne mitkommt, wie ich das gerne hätte. Deswegen hatte ich eben die Zauberin, wollte ich eigentlich anfangs nicht mitnehmen, deswegen habe ich sie eigentlich da gelassen, weil die bei mir immer übernimmt und dann bewegt sie sich kein Stück mehr. Deswegen nehme ich die jetzt auch mal wieder weg, weil die Übernommenen hauen ja wieder ab wieder, dann bringt das Reinkiten nicht viel. So, jetzt komm mit. Und sieht's jetzt hier an dem. Überschreitet die Linie und stirbt plötzlich. Das Problem ist, die Mutter kommt sehr schlecht nur mit. Und außerdem ist es gefährlich mit diesen Schüssen, weil ich bin jetzt schon 57. Aufgrund von Qual 6 haut er mich aber hier ungefähr auf die Höhe von dem Leben runter, sobald die mich angreift. Jetzt komm mal mit. Jetzt beweg dich. Okay, soweit so gut. Jetzt musst du dich nur noch in die Richtung bewegen. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristan. Genau, jetzt ist sie hier gestorben und wie ihr seht, ich habe ungefähr hier das an Leben, an EP bekommen, nur durch diese eine Quest. Und das macht man dann so lange, bis man halt 70 ist. Am Anfang bekommt man auf Level 58, bekommt man also ungefähr ein halbes Level Up voll mit dieser einen Quest. Immer nur die beiden vortöten, dann auf Qual 6 hochschalten, den dritten hier reinkiten oder auch töten, wenn man die Lust dazu hat. Und dann bekommt man eben den Questfortschritt hier gut geschrieben. Was haltet ihr von diesem Trick? Hat euch dieses Video geholfen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich dann. Bye bye! Entwicklung.